Schönen Montag euch und willkommen zu den Goal News, heute mit diesen Themen. Barcelona zahlt noch mehr für Levi als ursprünglich gedacht. De Ligt trägt bald Lederhosen. Frenkie de Jong hat einen Wunschclub. Mourinho lockt einen Topstürmer nach Rom. Und keine romantische Rückkehr für Cristiano Ronaldo. Mama mia, wir machen alle 10 Kreuz, dass dieser Lewandowski-Deal endlich durch ist. Am Samstag hat der FC Barcelona den Transfer ja offiziell bekannt gegeben. Langsam aber sicher sickern noch weitere Details zum Mega-Deal durch. So spricht die spanische Zeitung El País von einer deutlich höheren Ablösesumme für Levi als ursprünglich gedacht. Anstatt 45 Millionen Euro zahlen die Katalanen 60 Millionen Euro, 5 Millionen Euro, falls man sich für die Champions League qualifiziert, und weitere 10 Millionen Euro gibt's, wenn Lewandowski seine erste Saison bei Barcelona beendet hat. Wichtig für Barca sei aber, dass die Bayern nach außen immer von einer Ablösesumme von 50 Millionen Euro sprechen. Wir halten fest, das ist nichts anderes als eine verdeckte Ratenzahlung, damit Barca sein Gesicht wahren kann. Der Poker um Abwehrspieler Matthijs de Ligt ist beendet. Nach unseren Goal-Informationen sind sich Juventus Turin und der FC Bayern München einig geworden. Das Angebot der Münchner von 80 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen soll die alte Dame dann doch überzeugt haben. De Ligt unterschreibt in München einen 5-Jahres-Vertrag bis 2027, soll im Jahr ja so rund 12 Millionen Euro verdienen. Der zukünftige Abwehrchef könnte bereits in dieser Woche mit dem FCB in die USA reisen. Die Bayern hauen das Geld ja richtig raus, um die Transferbilanz auszugleichen. Könnte mit Benjamin Pavard ein Innenverteidiger verkauft werden, so ein Bericht der Bild-Zeitung. Ja, der soll von einem Abschied gar nicht mal so abgeneigt sein, falls denn das passende Angebot käme. Lange sträubte sich Frenkie de Jong komplett gegen einen Verkauf. Denn eigentlich will der Niederländer Barca ja gar nicht verlassen. Nur ein Club macht de Jong wohl schwach, das berichtet die spanische Zeitung Sport. Ja, der FC Bayern soll eine Wunschdestination des 25-Jährigen sein. Das liegt zum einen an der geografischen Nähe zu seinem Heimatland, zum anderen am Wechsel von Matthijs de Ligt. Ja, der Mittelfeldspieler und der Verteidiger sind ja eng befreundet. Durch die ganzen Ausgaben, die Bratzo in diesem Transfersommer gemacht hat, ist aber erst ein Wechsel im kommenden Jahr wahrscheinlich. Ja, sorry, Frenkie. Paolo Dybala hatte sich vor einigen Wochen emotional von den Juve-Fans verabschiedet. Lange blieb der Argentinier nicht auf Vereinssuche. Sky Italia berichtet jetzt, dass Dybala in die rund 670 Kilometer entfernte ewige Stadt wechselt. Auch wir können diesen Bericht bestätigen. Bei der AS Rom unterschreibt der 28-Jährige einen 3-Jahres-Vertrag mit einem Jahresgehalt von rund 6 Millionen Euro. Und wird zukünftig mit José Mourinho die Europa League unsicher machen. Wir freuen uns schon jetzt auf dieses Duo Infernale. Schade, Cristiano Ronaldo musste alle Fußballromantiker enttäuschen. Der Portugiese dementierte ein Gerücht, wonach er zu seinem Jugendclub Sporting Lissabon zurückkehren könnte. Der TV-Sender Sport TV hatte in Sportings Stadion einen weißen SUV entdeckt und den Stürmer damit in Verbindung gebracht. Der 37-Jährige selbst schrieb auf seinem Instagram nur Fake. Die Zukunft von Ronaldo bleibt damit weiter unklar. Wir wissen, Ronaldo will weg von Manchester United, aber die Red Devils wollen ihn nicht ziehen lassen. Ganz schön viel los bei Europas Topclubs. Glaubt ihr, dass Pavard für den Licht Platz machen muss? Und hättet ihr es auch cool gefunden, wenn Ronaldo zu Sporting gegangen wäre? Schreibt es uns in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.